Ich bedanke mich ganz herzlich, dass das bis jetzt alles wieder unfallfrei gelaufen ist. Ich habe jedenfalls nichts davon gehört, also kann jetzt nichts Schlimmes gewesen sein. Brauche ich auch später keiner kommen. Von daher gesehen, gute Arbeit. Wichtig ist immer, wenn alle gesund vom Platz gehen. Erkältung dürft ihr mitnehmen, ist mir egal. Und meinetwegen auch andere Krankheiten. Apropos andere Krankheiten, ne? Ihr wisst das ja. Wo ist der Doc? Wollt ihr das nicht aufklären? Wo ist der Doc? Ja, dann. Von dem Center. Ganz kurz. Von dem Center. Leider ist die Linie zu kurz. Ja, es gibt ja so komische Krankheiten, aber da wird unser Doc jetzt ein, zwei, drei Worte sprechen. Er unterliegt der Schweigepflege. Also wie ihr mitbekommen habt, wir haben jetzt in der allgemeinen Gesunderhaltung ein extra aus Richmond reingekommen, dass wir in den letzten Kriegstagen, die jetzt noch vor uns liegen, wirklich gesund und munter sind. Wir haben alle dementsprechend untersucht und haben festgestellt, dass wir eigentlich ganz schön endlich sind. Dabei so das eine oder andere eingefangen haben. Und damit das nicht mehr der Fall ist, hat der Doktor was mitgebracht, was wir jetzt demjenigen übergeben wollen, damit das halt nicht mehr vorkommt. Deswegen Private Debra Front and Center. Ja, das ist, mit wem hattest du Kontakt? Also, er ist besonders emsig und damit das nicht mehr vorkommt, damit er sich da irgendwelche Krankheiten einfällt, haben wir ihm das mitgebracht. Und er möge das dann immer benutzen. Oh, ein Schafstar. Also, dann haben wir noch was. Dass wir jetzt anfangen anzustimmen. Und zwar, die Union hat sich was einfallen lassen, beziehungsweise unser Korporalen Jung. Und zwar ein Misfire-Pokal. Damit die Artillerie so ein klein wenig angespornt wird. Dementsprechend ihr Zeug in Schuss zu halten. Dass die Zündhütchen nicht so alt werden und dann versagen. Das ist natürlich in Zeiten von Corona ein bisschen schwierig gewesen. Und es war nicht schwierig, heute festzustellen, wer den Pokal bekommt, nämlich derjenige mit den meisten Missfeiern. Und da ich jetzt hier als Veranstalter Halleluja! Haben den Pokal, Halleluja! Du darfst ihn übergeben. Im letzten Moment mit was unser Ding gewinnt. Hiermit überreichen wir dir und deiner Mannschaft den Misfire-Wanderpokal. Bis zum nächsten Mal. War es mir wie immer.
ein Like bei Jörg, wenn es euch nicht gefallen hat, was ich gemacht habe, dann bitte sauber und erzählt mir das mal. Okay. Lass uns das jetzt nicht unendlich in die Länge führen. Also ab jetzt siehst du, dass er einigermaßen die Waffen sauber und das Gepäck wegpackt und danach allgemeines Fraternisieren. In dem Sinne, viel Spaß noch. Danke. So, wie war das jetzt, Gentlemen? Is this the charge of your company? Thank you.